Den Pizzaservice, liebe Zuschauer, den kennen wir ja eigentlich alle. Dass man sich jetzt aber auch ein komplettes Frühstück liefern lassen kann, das ist neu. Entdeckt hat diese Marktlücke ein Dresden. Ein Dresden, ja vielmehr in Dresden. Inzwischen hat er seine Idee ganz erfolgreich umgesetzt und der Frühstücksservice, der läuft wie geschmiert. Egal jetzt, ob ins Büro oder nach Hause, sogar für Langschläfer zur Drehscheibenzeit gibt's noch problemlos ein lecker Frühstück. Wenn am frühen Morgen grüne Zipfelmützen durch die Gegend huschen, dann sind die Frühstückszwerge unterwegs. Sie bringen Stärkung auf Bestellung, zum Beispiel in ein Autohaus. Wunderschönen guten Morgen, Herr Zwerg. Morgen, Herr Laumann. Ich wollte den Bus zum Frühstück mal vorbeibringen. Wir hatten erst auch ein anderes Catering, klar. Aber dann kam es erst einmal einer mit so einer grünen Mütze rein. Und das war ja so eine Aufregung im Autohaus, dass wir gesagt haben, die nehmen wir jetzt immer. Und die Qualität passt halt auch. Ja. Also die machen das ganz frisch scheinbar. Und dann sind die witzig. Konferenzen, Mitarbeitergespräche, die Anlässe, Firmen zu beliefern, sind verschieden. Doch vor allem helfen die Frühstückszwerge bei Familien aus, wenn die Zeit fehlt, das Frühstück selbst zu machen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Familie Lillemann. Hallo, ich grüße Sie. Ja? Guten Morgen. Schön ausgeschlafen? Ja, ich wollte ganz kurz Ihr Frühstück noch vorbeibringen. Da ist eine gute Mischung drin. Tomate, Mozzarella, Brötchen, Obst und Müsli-Riegel. Wie auch immer, man kann da variieren. Ja. Die bestellen gerne online, machen sie auch für die Schule. Und das ist interessant. Also wir machen das immer mal, wenn es eng wird. Wir sind beide berufstätig. Die Idee zu den Frühstückszwergen hatte Marcel Pölzel vor 5 Jahren. Frühstücks statt Pizzaservice, auch wenn das Team dafür ganz schön zeitig aufstehen muss. Denn schon um 3 Uhr morgens werden Brötchen geschmiert und Tüten gepackt. Angefangen haben sie damit, ihr Frühstück auf der Straße zu verkaufen. Inzwischen geht alles nur noch auf Bestellung. Ab 3,60 Euro pro Tüte und 26 Euro für eine Platte. Das Frühstück ist wieder in. Wenn man überlegt, das Frühstück ist ja sehr außermodig gekommen. Ja, und ich versuche halt mit den Frühstückszwergen dieses Frühstück wieder in Mode zu bringen, gerade dass die Kinder auch mal gesundes Frühstück bekommen. Und es gibt, glaube ich, nichts Schöneres, als wenn man früh in den Kindergarten reinkommt. Die Kinder kommen hier und sagen, ey, Frühstückszwerge sind da. Denn Kinder freuen sich besonders, wenn die Zwerge kommen und für sie eine Frühstücksshow abziehen. So, wir hatten alles Hunger. Marcel und sein Team teilen Brötchen, schneiden Äpfel und die Erzieher können sich auch mal zurücklehnen. Und wie findet ihr die grüne Zwergenmütze? Nicht mehr aufsetzen. Gut! Jeder darf sie mal aufsetzen, dann macht das Frühstück gleich noch mehr Spaß. Unsere Kunden fragen eigentlich immer uns viele Fragen. Zwerg, wo kommst du her? Sagen wir, aus dem Märchenwald. Zwerg, wer ist deine Freundin? Natürlich Schneewittchen. Auf Franchise-Basis vertreibt Marcel Pölzel sein Unternehmen inzwischen in ganz Deutschland. Er liebt seine Arbeit, auch wenn sie ganz schön anstrengend ist. Dazu gehört viel Kraft, wenig Familie, wenig Kinder sowieso. Meine Freundin sagt immer, wann kommst du mal nach Hause? Ich sag nie. Und der Preis für eine Dienstleistung und ein deutschlandweites Unternehmen zu führen, ist halt absolute Hingabe zum Produkt. Und so stört es die Frühstückszwerge auch nicht, wenn die Leute sie manchmal komisch angucken. Denn inzwischen wissen ja viele, auch grüne Zipfelmützen gehören nun mal zum morgendlichen Stadtbild.